gefährlich weit zu gehen. Und diesmal wollen sie noch einige Kilometer weitergehen. Ich hoffe, du hast schon gefrühstückt. Ohne Scheiß, du hast dich für ein Rennen um die gesamte Insel gemeldet. Einmal ganz rum. Dabei fährst du nacheinander drei Autos. Für jede Liberty-Linie eins. Wie du siehst, beginnt es mit Liberty Nation und der Rückkehr des Mini Cooper. Für die du Ausdauer und Konzentration brauchst. Also fahr besser los.
Du stehst kurz vor dem Wechsel zu Liberty Works. Das Auto hat mehr Biss und mehr Tempo. Gleich ist es soweit. Vorsicht beim Wechseln. Und los geht's. Wieder im BMW M4 Liberty Walk Edition. Meinem Tagesfavoriten. Ab in den zweiten Gang. Mach sie fertig. Thank you.
Sekunden bis zum letzten Wechsel. Du weißt, was das heißt. Dritter Gang. Halt dich gut fest. Zurück auf die Liberty Performance-Seite. Mit dem schnellsten angepassten Auto der Liberty Walk-Reihe. Dem Huracan Performante von Liberty Performance. Das Auto und es kennt dich. Also ab ins Ziel.
Gepäck hat dich auch beim letzten Mal nicht abgehängt. Das war kein Zufall.